Nach der Installation des Wasserionisierers wird der Durchfluss reduziert bzw. reguliert. Das heißt, man kann nicht beliebig schnell mit dem Wasser da durchfließen, denn je schneller, desto weniger ist das Endergebnis an pH-Wert. Deswegen muss man einmal die pH-Wertmessung durchführen. Und dazu haben wir hier den Wasserhahn. Ich lenke hier um. Das Ganze wird jetzt an. Wir testen Stufe 3 als erstes. Wir warten. Wir sehen, Stufe 3 ist blau. Also stimmt's nicht. Jetzt reduzieren wir. Mache ich jetzt mal. 2,1. Ich warte. Das ist violett. Und jetzt teste ich die Stufe 2, ob die schon blau ist. Das ist violett. Ich warte. Okay. Das ist blau. Ich tue vielleicht noch ein bisschen runter reduzieren. Auf 1,9. Weil es könnte auch schon ins Grünliche reingehen. Und jetzt ist es sicher blau. Ja, das ist sicher blau. Jetzt ist es blauer. Siehst du? Und jetzt können wir sicher sagen, dass die Stufe 3 natürlich violett ist, weil der Durchfluss ja noch langsamer ist. Und die Stufe 4 ist sicher violett. Und das zeige ich jetzt. Stufe 4. Ich warte. Violett. Jetzt teste ich noch die Stufe 1. Die sollte dann eher grün sein, aber kann auch schon blau sein. Schon blau, also tue ich ein bisschen erhöhen. Doch lieber 2,1. 2,1. Ah, jetzt mal mehr. So. Noch mal. Jetzt ist schon grün. Ja? Jetzt ist grün. Also Stufe 1 ist grün. Stufe 2 sollte dann schon violett sein. Blau sein. Ja, das ist blau. Das ist blau. Stufe 3. Violett. Violett. Und Stufe 4 ist auch violett natürlich. Und somit hat man die pH-Werteinstellung richtig durchgeführt. Anhand des Durchflusses richtig durchgeführt. Und der ist jetzt heute bei 2,1 in München, beim Münchner Leitungswasser. Der kann zwischen 1,5 bis 2,5 sein, je nach Wasser. Je weicher das Wasser, desto schneller kann man fließen lassen, also 2,5 zum Beispiel. Aber man muss es halt nachmessen. Und nach einer Zeit kann man das nochmal nachmessen und schauen, was rauskommt. Wenn man fertig ist, lässt man das immer so und man kann ihn praktisch mit einer Hand bedienen, ohne das Gerät zu berühren.
Er merkt sich die letzte Stufe auch. Das ist selten, dass sogar die stärkste Stufe er sich merkt, weil andere springen zurück auf die zweite Stufe aus Sicherheitsgründen, der nicht. Und man muss praktisch das Gerät nicht mehr berühren, wenn man es am Wasserhahn hat. Und das Schöne bei dem ist eben, dass man die Filteranzeige sieht, wie viel Liter da noch drin ist. Dann den angestrebten pH-Wert, der auch sogar jetzt ungefähr stimmt. Wir sehen 8,6, 9,2, 9,7, 10,5. Der Durchfluss, der ist essentiell. Wie wir gerade gesehen haben. Wenn man will, kann man auch gefiltertes Wasser machen. Das ist dann noch schwächer wie basisches Wasser Stufe 1. Für, wenn man zum Beispiel Medikamente nimmt, könnte man das verwenden. Jedes Wasser ist ja grundsätzlich gefiltert. Und hier gibt es noch die sauren Stufen. Ideal ist es, wenn man jeden Tag in der Früh als erstes zuerst mal auf der Stufe Sauer 4 ein paar Liter laufen lässt, ein paar Minuten, zwei, drei Minuten, und diesen Auslass hier desinfiziert. Das wirkt auch ein bisschen gegen Kaltanhaftungen im Auslass. Wenn man dann merkt, dass hier der Durchfluss niedriger wird, der Durchfluss am Abwasserschlauch mehr wird und der Abwasserschlauch vom Durchfluss her höher ist als wie das basische, dann ist es Zeit zum Entkalken. Wenn man fertig ist. Und diesen hier lässt man ab jetzt immer so, außer man entkalkt das Gerät. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque também sou da sua.